Priester des Bistums Münster, der ich war, bevor ich als Weihbischof zum Bischof von Essen gewählt wurde, habe ich immer auch Kontakt gehalten zu den Nachbardiözesen. Ich komme gebürtig aus Mahlen, das liegt nicht ganz weit weg von Bochum, auch nicht von Bochum-Stiepel. Und so habe ich ziemlich schnell, als klar war, es gibt eine Neugründung der Zisterzienser von Heiligenkreuz in Bochum-Stiepel, von den Mönchen in Bochum-Stiepel erfahren und dann, ich war damals schon junger Kaplan, immer wieder gehört, wie viele Menschen dorthin kommen und gerne diesen Ort als eine Oase für ihren Glauben leben und entdecken. Thank you.
Die ersten Gespräche über eine Klostergründung fanden schon sehr früh im Hause von Kardinal Hengsbach statt. Das war sozusagen für den Gründer des Bistums Essen eine fixe Idee. Anfangs habe ich geglaubt, wie will er das denn eigentlich hier machen, in einer Gegend, die so sehr rational bestimmt ist, wo Kohle, Stahl damals die eigentlichen Gewichte hier in dieser Region waren. Wie passt in eine solche Industriegegend ein kontemplatives Kloster? Das war für einen jungen Mann wie mich damals eine Frage. Und deshalb habe ich die ersten Gespräche, die der Kardinal, damals ja noch Bischof, mit den Zisterziensern führte, für ziemlich unwahrscheinlich und für ziemlich erfolglos gehalten. Also ich bin ein klassischer Spätberufener. Ich war zuerst 12 Jahre im Beruf, habe erst mal eine Tischlerausbildung gemacht und danach eine kaufmännische Ausbildung im Holzindustriebetrieb. Und da war ich ja bis zu meinem 29. Lebensjahr. Und dann habe ich mich entschlossen, Priester zu werden. Und weil ich noch nicht wusste, ob ich jetzt ein Weltpriester, ein Diözesanpriester oder ein Ordenspriester werden möchte, habe ich den längeren Weg über das Abitur gewählt. Ich habe mich entschieden, nochmal 4 Jahre die Schulbank zu drücken und bin ins sogenannte Spätberufenen-Seminar St. Pirmin in Sasbach eingetreten für 4 Jahre und habe dort Abitur gemacht. Und dem Ganzen voraus ist eben eine längere Zeit, es waren insgesamt 6 Jahre, eine intensivere Zeit des Suchens und Ringens gegangen. Wie soll mein künftiger Weg aussehen? Ich konnte mir beides vorstellen, sowohl die Ehe als auch das ehelose Leben. Und ja, mit 29 habe ich mich dazu entschieden. Es hat sicherlich auch so ein Berufungserlebnis gegeben, das ist mir jetzt aber auch zu kostbar, das preiszugeben. Aber es hat es gegeben, sodass ich mit 29 einfach gekündigt habe, nachdem ich kurz vorher noch befördert worden bin im Betrieb. Und ja, bin dann gesprungen. Wusste nicht letztendlich, wie die Reise werden wird. Ich vergleiche das auch ganz gern mit einem Bild. Es ist so ähnlich, wie wenn man an der Wasserrutsche oben steht und nicht weiß, wie die Fahrt nun werden wird, wenn man loslässt. Und es ist eine spannende Fahrt geworden und ich habe es nicht bereut. Und mit 33 hatte ich dann Abitur und dann habe ich mich in diesen 4 Jahren eben intensiv nochmal geprüft, gefragt, wird es Ordens, wird es Diözesanpriester? Und dann habe ich mich für das Ordensleben entschieden. Und dann habe ich Stift Heiligenkreuz kennengelernt. Ein Freund von mir hat mir das gezeigt auf einem Wien-Trip. Ja, und so bin ich da hängen geblieben. Thank you.
durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Das ist das Motto unserer Kommunion gewesen. In Rade haben wir das Thema vertieft und die Windlichter, die wir heute dabei haben, zeigen, was jeder von uns sich dabei vorgestellt und damit verbindet. Wir können darauf vertrauen, dass uns Jesus als guter Hirt in den Himmel führen möchte und am Ende unseres Lebens auf uns wartet, um uns in sein Reich zu lassen. Danke. Ich glaube, dass der liebe Gott die Gründung des Klosters in Stiepel mitgefügt und mitgetragen hat. Denn eines Tages hatte er einen Zisterzienser aus Gelsenkirchen bei sich zu Gast, den hatte er irgendwie zufällig getroffen. Und das war Pater Adalbert, mit dem er zuallererst dann aus dem Bereich der Zisterzienser seine Idee mehr diskret, etwas geheimnisvoll auch besprochen hat. Und die beiden verstanden sich gut
Und das Thema war bei diesen beiden Männern im Gespräch und übertrug sich ganz langsam und behutsam auf andere Verantwortliche in der Seelsorge unseres Bistums Essen. Und der Gedanke wurde immer konkreter, die Vorstellungen auch immer anschaulicher, bis eines Tages der Kardinal verkündete, wir müssen unbedingt vor den Toren der Universität in Bochum ein Kloster bauen. Und ich könnte mir denken, dass wir dort mit den Zisterziensern eine gute Absprache treffen können. Stiepel, denke ich, war sicher eine Absicht Gottes, das zu gründen. Das sieht man am Werdegang dieser Neugründung. Und wir sind dann damals hingegangen auf den Ruf von Kardinal Hengsbach und haben also dort angefangen. Es war ein schwieriger Anfang, aber es war auch ein schöner Anfang. Und wenn ich heute an Stiepel denke, dann denke ich in Dankbarkeit an diese 13 Jahre zurück, die ich dort war und wo ich als Prior das Kloster leiten durfte und das Ganze aufbauen konnte oder mit aufbauen konnte. Und ich freue mich heute, dass Stiepel so ein zentraler Ort, ein Schwungrad für das Ruhrgebiet geworden ist in religiöser Hinsicht. Man hat jährlich die Exerzitien in Heiligenkreuz und manchmal ging sich das nicht aus wegen Sommerlager und dann sucht man eigene Exerzitien, die so ringsum angeboten wurde. Und da bin ich dann nach Göttweig zu Exerzitien gegangen, weil ich an den Heiligen Kreuzern nicht teilnehmen konnte. Und das war 1989 im November. Und da habe ich gedacht, du musst doch mal den Stieblern schreiben, den drei Mitbrüdern. Inzwischen ist der vierte gefunden worden, so hatte ich das gehört. Und da war ich ganz mutig. Exerzitien soll man nicht seine ganze Korrespondenz zu Ende machen, die man nicht geschafft hat, sondern gar nichts im Exerzitien. Aber diesen Brief habe ich den Mitbrüdern geschrieben, dass ich ihnen dankbar bin, dass sie da in Stiepel dieses neue Kloster beleben und gründen. Und hat mich sehr gefreut, dass sie nur einen vierten Mann gefunden haben. Das stimmte nicht. Und da hieß es natürlich 5 Tage später, genau dich brauchen wir. Es war so, ich war nicht nur der Prior, sondern auch der Pfarrer der Pfarrei mit 4000 Leuten. Und ich musste bauen und musste alles gestalten und musste alles erst einmal in die Anfänge bringen. Also ich war total überlastet, überfordert und habe dann dem Abt gesagt, also ich brauche einen Pfarrer, damit ich mich den anderen Aufgaben richtig widmen kann. Wenn ich 4000 Leute betreuen soll, 5-mal Chorgebet am Tag, es geht nicht, wir brauchen einen Pfarrer. Und ich habe gewusst, dass der Pater Andreas schwach ist. Der Pater Andreas war Pfarrer in Niederösterreich. Und er stammt ja aus Marl. Und ich habe mir gedacht, der stammt von hier, der passt. Und da habe ich dann dem Kardinal das gesagt. Und da hat der Kardinal gesagt, ich lade ihn ein. Ich schreibe ihm einen Brief und dann werden wir sehen. Und ich habe dann den Text für den Brief diktiert, für den Kardinal, mehr oder weniger. Und dann haben wir den losgeschickt. Und daraufhin wurde also eingeladen und ich habe dann gesagt, ob er nicht kommen kann. Und da kam er auch. Und da ist er im März 1991, waren wir schon 2,5 Jahre da, da ist er dann als neuer Pfarrer eingezogen. Und das war auch eine sehr gute Lösung, weil der Pater Andreas ist sowohl ein Mönch als auch ein Volkspriester. Und der hat immer auch die Verbindung und die Koordination zwischen Kloster und Pfarrei, die ja auch erst gefunden werden musste. Nicht, es war ja bisher kein Kloster da, war ja nur die Pfarrei da. Es war also gar nicht so einfach, dem Kloster einen Sitz im Ruhrgebiet zu verschaffen, in Verbindung mit dieser hochintellektuellen Pfarrei. Das ist ja keine normale Pfarrei. Stiepel besteht ja zu 90% aus Akademikern. Da könnte es sein, wenn sie sonntags predigen oder dienstags 10 Briefe haben. Ne? Also die reagieren da schon anders wie hier in meinem Dorf, da höre ich nie was. Nicht, die sind mit allem zufrieden. Das ist also anders. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich das erste Mal gepredigt habe, und da habe ich das, wie ich das in meinen bisherigen Gemeinden gesagt habe, habe ich immer gesagt, ihr und euch. Ne?
also euch und ihr, weil ich mir gedacht habe, wenn ich der Pfarrer bin, gehören die zu mir, ihr und euch. Nach meiner ersten Predigt kam ein Kirchenvorstand in Bochum und sagt, merken Sie sich, bei uns heißt das Sie und Ihnen, nicht ihr und euch. Habe ich gesagt, können Sie sich gleich eine andere Kirche suchen. Bei mir heißt das ihr und euch und habe sie begründet, ja, dann war es gut. Ne? Also das, an solchen Dingen sieht man das, ne? Wie das ist. Die waren das nicht gewöhnt mit ihr und euch. Ne? Und Pater Andreas hat das sehr geschickt verstanden, das Kloster mit der Pfarrei zu verbinden, sodass das heute eine Einheit in Verschiedenheit ist, würde ich sagen. So kam der Andreas zu uns, ja. Man muss sagen, der Pater Beda ist der Motor dieser Gründung gewesen. Ohne Beda hätte es Stiepel nicht gegeben. Weil es war ein großer Widerstand, auch verständlich. Was kommen da Mönche nach der Benediktusregel hier in dieser quirligen Pfarre, die auf 4000 anwuchs? Es war also zu der Zeit gerade so der Höhepunkt des pfarrlichen Lebens, nur des pfarrlichen Lebens. Die Wallfahrt war ganz naturgemäß, das lag nicht an den Geistlichen. Das ging einfach, Wallfahrt war in der Zeit nicht so in. Zwischen, sagen wir mal, 60 auf 70, 1980, da war Wallfahrt nicht so in. Das ist wieder hinterher gekommen mit dem Jakobusweg nach Spanien und so weiter. Dann fing das wieder an. Und, aber Beda hat hier alle Leute überzeugt durch seine Predigten und wie er ist, so ein Mensch zum Anfassen und da muss eine Monatswaldfahrt her und ja. Das ist hier mein Büro und alles hat eine kleine Geschichte. Das habe ich von einer Frau bekommen, die 100 Jahre alt geworden ist. Herr Pfarrer, holen Sie sich doch mal das Bild. Meine Kinder schmeißen das auf den Mist. Das heißt der Versehgang. Das ist aus Wien. Stühle sind aus Wien. Jugendstil, wenn man genau mal hinschaut. Sind über 100 Jahre alt, man sitzt gut drauf, sind noch ganz stabil, besser wie die Polstergeschichten vor 20 Jahren in Wahrheit. Ja, das habe ich von einem Graf Spiegelfeld bekommen, weil ich den Vater so toll betreut habe. Das ist aus Kindberg, dieses kleine Madonnenbild. Und so hat jedes Stück eine kleine Geschichte. Und wie gesagt, man macht mehr, als man zeitlich kann. Und daher wird alles abgelegt und ist ständig auf dem Weg, weil ich noch mir erlaube, seelsorglich unterwegs zu sein. Das war's. Und ich wollte schon von Kindesbeinen auf irgendwie gerne Priester werden, habe gute Priester in meiner Heimatpfarre erlebt. Der Großvater war die bestimmende Rolle. Der hat mit uns die Hausaufgaben gemacht. Also immer, wir sind drei Generationen. Mein älterer Bruder 41, ich 43. Und dann kommt die zweite Generation, ist 46, 47. Und dann gibt es noch einen Bruder von 57. Wir sind also ganz unterschiedlich aufgewachsen. Und da war der Großvater wirklich, ich war ja 13, als er starb, da war alles schon so reingelegt, die Beziehung. Ich hatte immer eine sehr tiefe, bin immer sehr gern zur Messe gegangen. Das war damals in den münsterländischen Orten so, dass jeder Alltag begann mit der Frühmesse und anschließend Schule. Jeden Tag. Und das hat viele das Gegenteil bewirkt, jeden Tag zur Heiligen Messe. Und bei mir war das immer eine ganz wichtige Station am Morgen. Von daher bin ich gern hier im Frühchor, jeden Morgen, obwohl ich sehr spät ins Bett gehe. Da ist das alles schon zugrunde gelegt worden. Ich kannte Stiepel eigentlich nicht besonders gut, muss ich sagen. Ich war zweimal vorher erst hier. Und so war der Anfang nicht ganz leicht, denn jeder Mönch, der hier lebte, kannte natürlich Stiepel und dessen Geschichte besser als der neue Prior. Zudem war ich erst 3 Jahre Priester und das war schon eine Herausforderung, das muss ich gestehen. Aber die Leute hier im Ruhrgebiet, die Stiepeler und auch die ganzen Pilgerinnen und Pilger, die hier recht zahlreich immer beten und singen, die haben mich großzügig aufgenommen. Und auch bei der Mönchsgemeinschaft bin ich doch gut aufgenommen worden. Jetzt nach 4,5 Jahren bin ich einigermaßen fest im Sattel, habe mich frei geschwommen, wie man auch so schön sagt. Und es gefällt mir.
Wir haben ja im Jakobusbrief die Aufforderung, ist einer unter euch krank, so rufe er die Ältesten, sie sollen über sie beten. Und da ist von der Salbung die Rede, denn viel vermag, mögen jene, die eben zu Gott beten, und dass dann die Menschen an Leib und Seele geheilt werden. Das soll eine Bestärkung sein in der Krise. Es kommen wirklich viele Menschen zu uns, die vor einer Operation stehen und dann sagen, Pater Andreas, oder können Sie noch mal mir die Krankensalbung geben? Ich werde operiert, es ist eine lebensbedrohende Operation. Und da sind wir wirklich immer sehr schnell vor Ort, wenn wir sowas hören, dass da jemand operiert wird, dann fahren wir in die Krankenhäuser hinein, obwohl es dort ja Krankenhausseelsorger gibt, die das leicht machen können. Aber ich als Pfarrer sage mir, ich kann nicht nur die Tauffeier mit der Familie, die Hochzeitsfeier, die Kommunion, ich muss auch da am Krankenbett sein bei den Menschen, das gehört ja mit zu unserem Leben. Und so bin ich sehr viel in den Krankenhäusern unterwegs, wenn ich höre, dass jemand krank ist, und dann hänge ich das auch nicht so hoch auf, weil das Wort immer noch oft letzte Ölung heißt, dann sage ich sehr oft, ich habe den Heiland mitgebracht, das ist doch gut, wenn Sie jetzt kommunizieren können, und vorweg gebe ich Ihnen die Krankensalbung, das macht Sie stark in der Krise. Und dann salbe ich zunächst und dann reiche ich Ihnen die Krankenkommunion. Das soll ja trösten, helfen, Vertrauen herstellen zwischen dem, der unser Schöpfergott ist, und dem, der unser Heiland ist. Und so bin ich also sehr viel, sicher alle 14 Tage mindestens 2-3 Mal im Krankenhaus. Jede Woche mache ich Krankenbesuche in den Häusern, sodass im Monat also das sehr viele Besuche auf diesem Gebiet von alten Menschen und kranken Menschen ist. Und ich bin dankbar, dass ich diese Seelsorge wirklich wahrnehmen kann, auch wenn das dadurch ein bisschen mal doch auch zu Stresssituationen kommt. Die Menschen, die also hierher kommen bei der Altenwallfahrt und Behindertenwallfahrt, die werden durch ihre Häuser, Altenheime, Pflegeheime vorher vorbereitet. Die wissen ja, dass es da nach Stiepel geht und dass man da mit dem Bischof die Heilige Messe feiert und dann die Krankensalbung empfängt. Das ist denen vorher bekannt. Und wenn wir dann durch die Stuhlreihen gehen, da sind ja nicht die Bänke da wegen der Rollstühle, dann weisen die Mitbegleiter, die Pfleger auf die einzelnen Personen, wer dann die Krankensalbungen empfangen möchte. Also es ist ein ganz deutliches Zeichen, dass das vorher in den Häusern angesprochen worden ist. Mhm. Das wissen die genau, ja. Die sogenannte
Wallfahrt für ältere und behinderte Menschen, die findet im nächsten Jahr, im Jahr 2016, bereits zum 10. Mal statt. Und sie ist von Jahr zu Jahr angewachsen, sodass wir jetzt bei ungefähr 1300 bis 1400 Teilnehmern dann sein werden. Und diese ältere, kranke und behinderte Menschen, die kommen eben aus verschiedensten sozialen Einrichtungen, Alten- und Pflegeheimen und mit einer riesigen logistischen Organisation klappt das wunderbar jedes Jahr. Und da gibt es diesen sogenannten Stiepeler Kreis, der eben diese Wallfahrt organisiert. Und die ist inzwischen zu unserer größten Wallfahrt angewachsen. Die Idee war zunächst eine Idee zwischen zwei, drei Leuten. Und damit war die Idee noch längst nicht auf die Klostergemeinschaft in Heiligenkreuz übertragen. Aber dort musste ja ein Feuer angesteckt werden. Dort musste man Sympathisanten finden, damit der Gedanke, ein Kloster vor den Toren der Universität auch mitgetragen und mitgestaltet wurde. Und es mussten da in dieser Phase zunächst einmal bei den weiteren Beteiligten, auch beim damaligen Abt, Bedenken ausgeräumt werden. Ich kann mich noch gut erinnern, dass mehr Bedenken geäußert wurden am Anfang als Zustimmung. Und ich fand diesen Prozess der Äußerung von Bedenken auch für sehr realistisch und hielt ihn auch für sehr vernünftig. Der Kardinal war ja auch ein Realist. Der hatte Sinn für die realen Überlegungen, die anzustellen waren im Zusammenhang mit einer Klostergründung. Aber der ließ nicht los. Das war natürlich, muss ich auch sagen, nicht einfach vom Wienerwald ins Ruhrgebiet. Die Wiener Mentalität ist ja eine völlig andere wie die in Ruhrgebiet und die in Stiepel noch einmal eine andere. Und in Stiepel war ein sehr modernes Pfarreileben, wo also der Boden für ein kontemplatives Kloster sicherlich noch nicht da war, den mussten wir erst schaffen. Aber es ist dann nach unserer Ankunft, ja, es gab einige Gegnerschaft, aber es gab auch viel Zustimmung. Und ich denke, so nach 2 Jahren hatten wir auch alle überzeugt, dass wir es ehrlich meinen, dass wir es gut meinen, dass wir für sie da sind. Ja, und dann hat eigentlich eine Liebesgeschichte angefangen, wenn man so sagen kann, zwischen dem Kloster und der Bevölkerung da. Und die besteht eigentlich bis heute. Die Fußfassung ist ja also das Testament Jesu. Ihr habt recht, ihr habt gesagt, Herr und Meister zu mir. Und denkt, was ich jetzt tue. Ich mache den Sklavendienst eines Hausvorstandes und wasche den Gästen die Füße. Ich wasche euch die Füße. Das macht ein Sklave, ein Angestellter. Und so sollt ihr einander
handeln. Nicht den Kopf waschen, euch gegenseitig den Kopf waschen, euch mal Bescheid sagen, sondern den Liebesdienst tun, Fuß waschen. Euch aus dem, was euch bedrückt und bedrängt, herauszuheben, zu helfen, das Leben miteinander teilen. Das ist ganz wichtig. Kam es vor allem darauf an, dass dieses Kloster in Bochum vor der Universität in gewisser Weise, ich will nicht sagen, eine Antwort auf die Gründung und Ausweitung der Universität war. Aber er hat doch immer überlegt, wie muss das Kloster zur Universität korrespondieren. Die Universität war damals ja ein Ereignis im Ruhrgebiet, mitten in der Industrie- und Arbeiterschaft, eine Universität. Er war ja Mitbegründer der Universität. Und ihm war klar, dass er als Bischof aus seiner Bischofssorge heraus vor den Toren der Universität ein geistliches Zentrum gründen wollte, das mit seinen theologischen Aussagen, mit seinen christlichen Aussagen in die Universität, in die Welt der Universität hineinwirkte. Das war seine Grundüberlegung und diese Grundüberlegung wurde weiter konkretisiert, indem er auch die Vorstellung hatte, dass einer der Mönche dort oben Studentenpfarrer in der Universität werden sollte und dort der katholische Ansprechpartner für die vielen Studentinnen und Studenten sein sollte. Aber dieser Mönch sollte zugleich auch eine Korrespondenz zur katholisch-theologischen Fakultät haben, versteht sich, aber auch darüber hinaus zu anderen Fakultäten und Ansprechpartner für katholische Angelegenheiten sein. Das Herzstück eines benediktinischen Klosters ist das Quadrum. Das Quadrum ist ein Innenhof in der Antike, das Peristyl, um das herum sich die Räume gruppierten. Dieses Herzstück des Klosters wurde im Raumprogramm als unabdingbar für das Wesen des Klosters herausgestellt. Um dieses Quadrum herum war ein Kreuzgang anzuordnen, an dem die Mönchsprozession das Kreuz voranträgt, verbunden zur Kirche. Ich informierte mich in der Literatur über die Geschichte der Zisterzienser und fand dabei, dass der mir von 820 aus der Baugeschichte bekannte Klosterplan von St. Gallen, gefertigt auf der Reichenau, durch die Jahrhunderte hindurch mehr oder weniger Grundlage aller Zisterzienserklöster war. Die Versuche, etwas zu machen, was zwar das Raumprogramm erfüllte, aber vielleicht doch etwas Neues schuf, mit Kreuzgang und Quadrum, all das funktionierte nicht. Wir sind hier im wunderschönen Stift Heiligenkreuz, Zisterzienserabtei, unsere Mutterabtei vom Kloster Stiepel
hier in Niederösterreich. Die Abtei besteht seit der Gründung 1133 ununterbrochen und das ist sensationell. Und diese Abtei hat derzeit einen Höchststand seit vielen, vielen Jahren, ja Jahrhunderten. Hier gibt es 92 Mönche und hier in diesem Gang sind wir tief in der Klausur. Hier leben die Mönche mit ewigen Gelübden hier im ersten Stock oben. Und der Gang ist schön, sauber, schlicht, klar, weiß. Das sind so die Kennzeichen der Zisterzienser gewesen, sind sie auch heute noch. Schlicht, klar, einfach. Also näherte ich mich immer mehr diesem traditionellen Klosterplan und es gelang dann auch, die Verbindung zur Kirche herzustellen durch den Kreuzgang. An den Kreuzgang nach Osten Bibliothek, Kapitelsaal, nach Süden Rekreationsräume, Refektorium, Küche, Gäste, Speisezimmer und nach Westen die Gemeinderäume anzulegen, das Kloster von Westen her zu erschließen und im Norden einen kleinen Innenhof zur Kirche entstehen zu lassen. Zwischen Kirche und Quadrum in den Kreuzgang hineinragend, das geforderte Oratorium, das eigentlich nur den Mönchen zu den täglichen Gebetsübungen vorbehalten war. Wir befinden uns jetzt im Dormitorium, im sogenannten Schlafraum, Schlafsaal der Mönche, früher im Mittelalter, vom lateinischen dormire, was schlafen bedeutet. Hier haben die Mönche geschlafen. Ich glaube schon, dass es das Hineindenken und Hineinfühlen in das zisterziensische Leben ein Vorteil war, dass ich selbst Katholik bin und im katholischen Elternhaus und in der katholischen Welt aufgewachsen bin. Aber ich sehe das nicht als eine Voraussetzung oder eine für die Beherrschung einer solchen Sache an. Ich glaube, das können viele Architekten. Weil der Architekt die Sensibilität hat oder haben sollte, sich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen. Und dann auch empfindet, worauf es eigentlich ankommt. Und wenn man etwas schaffen will, und das war eine Zielsetzung, die ich mir gegeben habe, da gab es natürlich schon Diskussionen mit dem Mitarbeiter, inwieweit man in den möglichen Formenkanon gehen kann, um eine Harmonie eines Ganzen zu erreichen. Eine Harmonie mit dem, was schon 70 Jahre oder 80 Jahre vorhanden war, mit der vorhandenen Landschaft und dem Neuen. Es sollte also etwas entstehen, was zusammenwächst, was als Einheit empfunden werden kann und was die Menschen dann auch mögen. Und es sollte auch nicht nur für den Augenblick sein, ein Aufschrei an Architektur, sondern es sollte etwas sein, was in die Zukunft führt. Religion ist nicht nur eine Verstandessache. Religion ist auch eine Gefühlssache, eine Gemütssache. Die muss die ganze Persönlichkeit umfangen. Und dazu gehört auch das Sichtbare, das sinnlich Wahrnehmbare. Also eben wie Prozessionen oder Sakramentenverehrung oder Marienverehrung. Also äußere, sichtbare Zeichen zur Belebung, zur Vertiefung des inneren Glaubens, vor allem auch in der Gemeinschaft. Liebe Schwestern und Brüder, ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem Kreuzweg am Karfreitag, dem letzten Kreuzweg, den wir dieses Jahr beten. Und wir beten für viele Menschen, auch die uns anvertraut sind, vor allem denen es vielleicht gar nicht so gut geht. Wir nehmen Sie mit auf diesem Kreuzweg, vereinen uns mit dem Herrn Jesus, der eben an diesem Tag das Kreuz für uns
auf sich genommen hat. In Paradiso, Little.
Nomen Christi. Also wenn man die Gründe für die Gründung sucht, muss man mehrere nennen. Ich habe aber ganz bewusst jetzt einmal diese etwas sehr moderne und auf die Universität hin ausgerichtete Begründung genannt. Das war, glaube ich, schon der erste und wichtigste Gründungsgedanke bei Bischof Hengsbach. Dann war klar, dass man die gewachsenen Traditionen in Stiepel nicht kappen wollte. Stiepel war immer ein Wallfahrtsort, mitten auch im Ruhrgebiet. Das war ja auch interessant, dass hier vor den Toren der Universität und auf der anderen Seite aber auch in der Welt der Industrie und des Stahls und der Kohle die Menschen an einem Wallfahrtsort Erholung, geistliche Erholung suchten, aber auch ihre Sorgen abladen wollten. Also die Tradition der Stiepeler Wallfahrt, die wurde mit der Gründung des Klosters aufgegriffen. Die fiel nicht aus oder blieb außen vor. Und da kamen die Mönche übrigens mit sehr positiven Erfahrungen aus ihrem Mutterkloster in Heiligenkreuz. Dort ist regelmäßig eine Monatswallfahrt, wie sie das nennen. Das heißt, das ist eine geprägte Muttergottesverehrung, von der sich viele Leute angesprochen fühlen dort. Ich bin selbst einige Male dort gewesen und habe bei der Monatswallfahrt in Heiligenkreuz mitgewirkt. Und diese kostbaren Erfahrungen, die dort in Österreich in der Mutterabtei gemacht wurden, wurden nach Stiepel übertragen bzw. wurden aus Österreich mitgebracht. Und die Ansätze, die Wallfahrtsansätze von Stiepel wurden weiterentwickelt, ich würde sagen, mit diesen österreichischen Erfahrungen. Sodass also der Gedanke einer Wallfahrt von vornherein mit in den Überlegungen war, ich würde sagen, vielleicht die zweite Begründung für die Gründung des Klosters dort. Und die Mönche waren ja mutig, kurz nach der Besiedelung dort, haben sie gleich mit der Monatswallfahrt begonnen und fanden große Zustimmung
dadurch, dass viele Leute aus dem Ruhrgebiet mit den Füßen positiv abstimmen.
Also wenn ich an Stiepel denke, dann denke ich natürlich an Pater Beder, aber ich denke auch vor allem an Abt Gerhard, der uns damals am 20. August 1988 ausgesendet hat und der schon 2 Jahre vorher den Mut hatte, im Kapitel am 13. November 1986 den Beschluss über die Neugründung im Kapitel eben zu behandeln und eine positive Antwort herbeizuführen. Und das war sicher eine großartige Tat. Und ich denke an Abt Christian, der ja lange Zeit in Stiepel war. Er war von den Gründermönchen eigentlich am längsten in Stiepel und war lange Zeit Subprior und dann auch noch eine Zeit Prior, der zweite Prior in Stiepel. Ist dann zurückgegangen hier nach Heiligenkreuz und wurde hier Prior und Novizenmeister. Wir beiden haben gleichsam getauscht. Ich bin dann auch bei meiner zweiten Etappe, wo ich eben wieder nach Stiepel gekommen bin, mit der Leitung vom Abt Gregor betraut worden. Ja, und das war eine große Herausforderung für mich, wie auch 1988 die Neugründung für unser ganzes Haus eine große Herausforderung war. Denn wir hatten ja noch keine Erfahrung mit Neugründungen, denn unser Kloster hat zwar in seiner fast 900-jährigen Geschichte 8 Neugründungen gewagt, aber es waren 661 Jahre dazwischen, zwischen der Gründung in Neuburg an der Mürz und der Gründung in Bochum-Stiepel. Und von daher war das wirklich ein historisches Ereignis, etwas, was ich mit einer inneren Freude auch mitgemacht habe und wo ich doch meine ersten Priesterjahre, nämlich die ersten 8 Jahre dort, verbringen konnte. Das war für mich eine ganz wertvolle und wunderbare Erfahrung. Und zwar möchte ich sagen, eine Erfahrung, was es bedeutet, Gemeinschaft zu erleben, Gemeinschaft im Kloster. Wir haben wirklich gut zusammengehalten. Aber ich habe auch verstanden, was in ganz positiver Weise Kumpel bedeutet. Nämlich im Ruhrgebiet hält man zusammen. Im Ruhrgebiet sind die Menschen gewohnt, wenn sie unter Tage waren, dass sie wirklich aufeinander angewiesen waren und dass sie ganz deutlich auch ihre Meinung sagten, aber zugleich auch den anderen nicht hängen ließen. Und diese Solidarität, die hat mich wirklich im Ruhrgebiet fasziniert und was Hengsbach, unser Gründer, Kardinal Hengsbach, uns damals mitgegeben hat, hat gesagt, ihr müsst die Menschen lieben lernen, das wurde für mich fast zu einem Leitmotiv für mein ganzes Leben. Das heißt, wenn ich einen Menschen annehme, wenn ich selber eben von meiner Person wegschaue und eher eben den anderen und auf das Wohl des anderen schaue, dann kann hier eine Beziehung wachsen, die dann auch so weit ging, dass als ich zum ersten Mal Stiepel verlassen habe, das heißt nach 8 Jahren wurde ich hier
her zurückgerufen wurde, Novizenmeister, da bin ich unter Tränen gegangen. Das heißt, ich habe wirklich weinen müssen, und zwar, wie ich die Menschen dann bei der Kommunion gesehen habe, wie sie gekommen sind und halt selber Tränen in den Augen hatten, weil wir einfach aneinander ja, uns nicht nur gewöhnt hatten, sondern wir waren irgendwie zusammengewachsen. Ich bin aber ganz zurückgekommen, das muss ich auch ehrlich sagen, nach Heiligenkreuz, damals 1996, wo ich zum ersten Mal eben wieder zurückgerufen wurde. Und ich bin auch ganz zurückgekommen im Jahr 2011, wo ich dann Abt hier in Heiligenkreuz wurde, weil Heiligenkreuz für mich wirklich Mutterabtei ist. Und ich bin hier daheim und fühle mich hier wirklich sowohl, ich meine, es geht nicht ums Wohlfühlen im Kloster, aber wenn man wo Heimat hat, dann ist es wunderbar. Wir haben unglaublich viel gelacht. Wenn wir beim Frühstück waren, wir haben oft Tränen gelacht, wir drei, in all unserer Not und Drangsal, die wir hatten. Es war toll. Es war wirklich toll. Wir hatten eine Äbtissin aus der Schweiz, eine sehr moderne Äbtissin. Mutter haben wir sie genannt, die Mutter Clara von Wurmsbach am Züricher See. Da hat die, war die Äbtissin. Und mit der hatte ich mich angefreundet, aber schon zu Heiligenkreuzer Zeiten. Die hat mich immer besucht und so. Da war die, und wir hatten ja noch kein Kloster bei der Grundsteinlegung, sondern wir haben mit dem Häuschen gewohnt, hinten da, dem Abt-Gerhard-Haus. Und da haben wir die eingeladen zur Grundsteinlegung. Da waren schon 1.500 Leute da. Und da kam die auch, und der Maximilian. Wir sitzen beim Frühstück, da habe ich gesagt, fahr zum Flughafen, hol die. Na, ja, auf einmal sagt er, wo legen wir denn die hin? Haben wir gar keinen Platz? Wo tun wir denn die hin? Habe ich gesagt, Jesus, haben wir gar keinen Platz, was machen wir denn mit der? Und da hat der Maximilian gesagt, die tun wir in die Besenkammer. Da legen wir eine Matratze rein, da sollen sie schlafen. Mit der kann man das machen. Gut, sie kam, wir haben ihr die Besenkammer gegeben, sie war zufrieden damit. Und nach der Einweihungsfeier, Kardinal, so weiter, die von ca. 1.500 Leute, sagt ein Arzt zu ihr, na, hochwürdige Frau, wo residieren Sie denn über Nacht? Hat sie gesagt, im Gästeflügel. Wir haben so gelacht. Also, und solche Dinge, die haben uns immer wieder auch ja, einfach froh gemacht. Es war schön mit den beiden. Es war eine schwere Zeit, aber es war auch eine glückliche Zeit, muss ich auch sagen. Fußball bei einer Transferliste abgerufen, sondern hat die Frage der Besetzung, der personellen Besetzung
wirklich ganz den Zuständigen des Ordens in Heiligenkreuz überlassen. Das war ein sehr faires Miteinander. Der Kardinal hat gedrängt in Bezug auf die Gründung, in Bezug auf neue Argumente, die in gewisser Weise einen Zwang ausübten, einen Zwang der Sinnhaftigkeit, hier ein Kloster zu gründen. Das war Kardinal Hengsbach, da war er mit von der Partie. Aber die personelle Besetzung und zuvor dann die personelle Auswahl war eine Sache von Abt Radil in Heiligenkreuz, zu dem er ein gutes Verhältnis hat, ein freundschaftliches Verhältnis hinterher. Und ich kann nur sagen, dass der Abt Radil der richtige Mann für diese Zeit der Entwicklung in Heiligenkreuz war, für die Gründung eines neuen Klosters, sehr wohl abgewogen, auch ein wenig vorsichtig, aber doch offen für neue Ideen. Ich glaube, dass man dem Abt Radil auch im Nachhinein sehr danken muss für seine umsichtige Art und für seine feine Bereitschaft, dem Kardinal zu folgen. Pater Beda hat die Fronnachemsprozession wieder eingeführt, weil sie von unseren Vorgängern, und da war aber allgemein auch, dass die Fronnachemsprozession an Bedeutung verlor. Früher hatte man ja ganze Straßen und Wege mit Blumenteppiche geschmückt. Und das ist ja durch die Verdunstung des Glaubens allgemein ist das alles zurückgegangen. Und als wir hierher kamen, war keine Fronleichnamsprozession mehr, weil das hier auch eine eher evangelische Wohngemeinschaft, der Ort ist hier sehr evangelisch. Und dann haben wir das wieder eingeführt. Das war erst hier nur auf dem Kirchplatz, dass wir hier einfach so einmal von der Kirche hinausgezogen sind und dann diesen Kirchplatz, vielleicht auf dem Marienweg, und sind dann hier auf unserem Platz geblieben. Da war es eine Frau Dr. Hülsmann, die hier auch im Pfarrgemeinderat war, inzwischen verstorben ist, jung verstorben mit 64 ungefähr, die sagte, das dürfen wir nicht so geschützt machen. Wir müssen mindestens einmal über die Straße, über in das öffentliche Leben hinein, und dann haben wir die Prozession einen der Altäre auf den Schulplatz hin verlegt, sodass wir doch einmal auch in den Verkehrsstrom des öffentlichen Lebens hineinkommen, dass wir die Kosterstraße überschreiten, dass wir einen der vier Altäre eben auf den Schulplatz seit dieser Zeit dann haben. Ja, das ist richtig, dass die dann wieder belebt wurde, die schon vorher sicher mal da war, in Stiepel. Seist du, Maria, voll der Gnaden, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat. Thank you.
gegeben. Lasset uns beten. Herr und Gott, im heiligen Sakrament erneuerst du uns von Tag zu Tag. Erfülle uns durch seinen Empfang mit deiner Liebe, damit wir uns um die unaussprechlichen Schätze deines Reiches bemühen. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Mit dem himmlischen Segen sei gesegnet dieser Ort und alle, die hier wohnen, die Früchte der Erde und die Werke unserer Hände. Im Namen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Stiepel ist nicht nur ein Wallfahrtsort bzw. ein Kloster in den Grenzen des Bistums Essen. Das ist zwar rein rechtlich so, aber die Ausstrahlungskraft von Stiepel geht weit darüber hinaus. Und ich kann mir gut vorstellen, dass auf Zukunft hin auch noch andere Gruppierungen sich angesprochen fühlen, dort in Stiepel eine geistige Heimat zu finden und das Ganze vor den Toren der Universität, das weckt natürlich in uns die Vorstellung, dass die Kirche eine globale Kirche ist, dass wir in Stiepel die Kirche der Welt erleben. Und dass wir unter dem Dach der Stiepeler Kirche immer mehr Ausländer finden, die als katholische Christen mit zu unserer großen Glaubensgemeinschaft gehören. Also insofern ist Stiepel vielleicht auch so etwas wie ein Global Player. Die philippinische Wallfahrt gibt es jetzt seit 6 oder 7 Jahren. Und die hat sehr mit unserem philippinischen Mitbruder zu tun, nämlich mit Pater Gabriel Kumachera, der vor 2 Jahren hier ewige Gelübde abgelegt hat. Und das ist ein junger, dynamischer, sympathischer Filipino, der hier seine Existenz nun aufgebaut hat und der viele Filipinos hier anzieht. Alle 4 Wochen gibt es hier eine englische Messe für die Filipinos und einmal im Jahr veranstaltet er die Wallfahrt für die Filipinos. Und da kommen die aus ganz Deutschland, in Berlin bis München, jetzt sogar darüber hinaus. Letztes Mal waren Leute aus Wien dabei. Und das ist eine Wallfahrt, die von Jahr zu Jahr jetzt gewachsen ist und die mit zu den wichtigsten Wallfahrten inzwischen hier in Stiepel gehört, dank unserem Pater Gabriel. I do not know why. Baka yung mga tao gusto lang makapunta ng langit pero walang nakikita ang pagbabago hanggang desire but not in action. Also ich bin ziemlich sicher, dass die Gründung von Stiepel Zukunft hat,
In den vergangenen Jahren hat Stiepel seine Stabilität und seine Dynamik vor allen Dingen gezeigt, sogar im personellen Bereich. Sie müssen sehen, dass der Prior von Stiepel inzwischen nach Heiligenkreuz zurückgekehrt ist und dort zum Abt gewählt wurde. Das heißt, der Abt von Heiligenkreuz ist auf dem Boden von Stiepel gereift. Das ist doch eigentlich ein schönes Zeichen für die spirituelle Kraft von Stiepel. Das war schon, also man hat viel erlebt, wer hier 25, 26 Jahre. Ja, ich bin sehr dankbar für Stiepel, muss ich sagen. Hätte mir das von Würflach aus nicht so vorstellen können. Da war ich auch in meinem Element. Alles, was sozial ist, durch die Liebe, den man dem anderen rüberbringt, Christus zu zeigen, das ist meins.